Hallo und herzlich willkommen zurück bei Real Politics 2. In der letzten Folge haben wir uns endlich mal einen Spion geleistet. Der ist hier. Und was können wir Schönes mit dem machen? Also, wir können den in unsere Nachbarländer schicken. Aber ich habe jetzt erstmal, also mit Frankreich sind wir irgendwie gut Freund. Ich hätte jetzt mal gesagt, das nächste wären vielleicht hier die Tonga-Inseln. Geh doch mal dahin. Nee, ich muss Rechtsklick. Ja. Muss Rechtsklick darauf machen, dann bewegt er sich dahin und dann können wir da Spionageaktionen durchführen. Genau. Ja, und dann bin ich mal gespannt, was es da alles möglich ist. Damit habe ich noch nicht wirklich rumgespielt. Und ansonsten lassen wir doch erstmal hier die Zeit weiterlaufen. Wir veranstalten Festivals, um die Laune zu heben und dann gucken wir mal, was ein Spion noch so alles ausrichten kann. Bei unseren Nachbarn. Und mal gucken, wo ich ihn sonst noch hinschicke. Aktion Festival wurde erfolgreich in Dunedin umgesetzt und in Christchurch umgesetzt. Dann machen wir mal wieder Pause. Provinzaktionen können wir umweltschützen. Dauert noch, bis wir es machen. Entwicklungszuschüsse macht Provinzbevölkerung in Dunedin plus 10. Umweltzerstörung plus 25. Intervention. Wir müssen eigentlich mal ne, militärische Aktionen. Gesellschaftliche Aktionen. Ja, lassen wir das erstmal, bis wir eventuell wieder die Umwelt schützen können. Im Moment sieht es ja noch ganz gut aus. Wir haben auch keine Warnlichter oder irgendwie etwas hochkommen. Unser Spion ist immer noch da. Der ist dann irgendwann hoffentlich da drüben. Was ist hier oben passiert? Land zerstört. Neu-Mordawien. Huiuiui. Albanien hat den Block verlassen. Türkei. Land zerstört. Neu-Tatarstan. Die Kriege laufen nicht so gut für die Rebellen in Russland, ganz offensichtlich. Und unser Spion ist da. Diplomatische Aktion Wohlwollen erlangen wurde erfolgreich in Japan umgesetzt. Das ist schön. So, unser Spion ist da. Spionageaktionen können wir machen. Wir können entweder Wirtschaftsspionage machen, feindliche Übernahme oder Versorgungskette unterbrechen. Feindliche Übernahme. Nehmen Sie Kontrolle über ein Unternehmen, um Ihre Investitionsmöglichkeiten zu steigern. Nee. Spionageaktionen. Politische Spionage, Blockschwächen, Regierung ausspionieren, Ansprüche inszenieren, Besorgnis verbreiten oder generell Spionage, Code entschlüsseln, geheimdienstliche Kooperation, Aufspüren von Spionen. Code entschlüsseln. Okay, wir brauchen Spionagepunkte, so wie es aussieht. Also, wir machen mal politische Spionage und Regierung ausspionieren. Ah, ich muss erst eine Weile in dem Land bleiben, um Spionagepunkte anzusammeln. Genau. Nein, nein. Investitionen erfolgreich umgesetzt. Nein, ich möchte ihn nicht verlegen. So. Genau, ich muss erstmal den Spion eine Weile in dem Land lassen, damit ich Spionagepunkte anhäufe quasi. Und dann kann ich damit Aktionen machen. Wie sieht das denn aus? Das sieht ja cool aus. Chemieinstitut für seltene Erden. Okay. So, unsere Projekte laufen weiter. Ich habe einen Spion dabei. Vielleicht wollen wir was in der Richtung machen. So, ich mache nochmal kurz auf Pause. Wie sieht es denn eigentlich hier aus? Was hat diese Region da, wo die Inseln drin liegen, wissen wir da, was wir da an... Da haben wir 83 Metalle, 31 Brennstoff und seltene Erden 38. Ist vielleicht ganz praktisch, wenn wir uns das einverleiben und hier liegen dann noch so Inseln drin, die wir dann ja mal vielleicht annektieren könnten. Na, ich weiß nicht. Wir lassen den Spion erstmal seine Spion-Dinge machen, dass wir uns hier ausbreiten. Das können wir immer noch in Angriff nehmen. Und unser Patentschutz für die Blockintegration ist bald fertig. Patentschutz wurde umgesetzt.
sehr, sehr schön. Bevor wir weiter bei der Blockintegration machen, das nächste wäre dann Wehrpflichtgeschichten, würde ich gerne in die Physikforschung gehen und das nächste machen Astronautentechnologie. Weil wir hier hinten kommen müssen zur Raumstation. Das ist eine weitere Siegesbedingung. Dann mache ich mal ein bisschen mehr Physikforschung. Das finde ich großartig. Physikforschung. Ja, und wir gehen mal gucken. Hat der Spion in der Zwischenzeit Spionagepunkte gesammelt? Spionagepunkte generiert. 23. Ja, es dauert noch. Oh, Astronautentechnologie geht relativ schnell. Noch 70 Tage. Hier ist wieder was passiert. Kenia. Oh, wir haben einen Auftrag bekommen. Tigerstaat. Wer hat keinen Respekt vor Tigern? Werden zu einem Tigerstaat und schaffen sie 2 Jahre lang ein hohes BIP-Wachstum. BIP-Wachstum größer als 0,2. Im Moment sind wir bei 0. Das werden wir nicht schaffen. Hallo? Hm. Ich würde das gerne abbrechen, diesen Auftrag. Aber okay. Tigerstaat. Na gut. Oh, Beraterverträge. Ombudsmann, das ist sowas wie unser Innenminister. Der Beratervertrag ist aufgelaufen, wir müssen einen neuen unterzeichnen. Umweltzerstörungsmodifikator -1%. Unzufriedenheit Zielwert in Provinzen mit nicht akzeptierter Kultur -5. Ich würde das mit dem Umweltzerstörung machen, weil wir ziemlich viel Bergbau betreiben. Und dann würde ich die Autum Jansons verpflichten als unsere neue Ombudsfrau. Mauretanien hat sich den Block Kanada angeschlossen. Panama hat sich den Block angeschlossen. Große Allianz von Argentinien. Okay. Und jetzt sind wir bei einem negativen BIP-Wachstum. Wie sieht es denn mit der Weltwirtschaft aus? Der geht es schlecht. BIP-Wachstum. Ja, der Weltwirtschaft geht es gerade sehr, sehr schlecht. Aber wir haben überall gute Einnahmen. Spendenallianz. Einer unserer Mitstreiter im Spendensammlung ist mit einem Angebot zur Gründung einer Allianz unserer beiden Länder an uns herangetreten, damit wir unsere Chancen auf den Gewinn steigern können. Wir würden in diesem Falle von unterschwelligen Attacken auf die jeweilige Gegenseite absehen, einer bei Beitragstransporten logistisch unterstützen und für den jeweiligen anderen ein gutes Wort beim Komitee einlegen. Auf diese Weise könnten wir beide zusätzliche Punkte erzielen. Ja, Weißrussland ist eine tolle Idee. Komm, machen wir. Liebes Weißrussland. Und Projekt Krumme Geschäfte ist demnächst umgesetzt. Noch 40 Tage. Ein weiteres Allianzgebot. Einer unserer Mitspreiter in Spendensammlung, also dasselbe, wir können mit Dänemark. Wir müssen ablehnen. Ja, wir müssen ablehnen. Wir wollen Weißrussland nicht verärgern. Ganz einfach. Ist nett, Dänemark. Ich mag euch, aber Weißrussland hat zuerst gefragt. Tut mir leid. Kann ich nichts machen. Und die Weltwirtschaft geht wieder hoch und wir sind wieder bei BIP-Wachstum im Plus. Das ist ganz hervorragend. Und all unsere Werte sind im Plus und im grünen Bereich. Das ist so erleichternd, das zu sehen. Wirklich. Internationale Konferenz. Wir wurden eingeladen, an einer internationalen Konferenz teilzunehmen, die den Anwesenden die Gelegenheit zur Eigenwerbung und Selbstpräsentation geben soll. Interesse? Demonstrieren wir der Welt unsere Macht. Geld, AP kostet das, wir kriegen Punkte, Militarismus +1 und Kriegstreiber +10. Wir könnten ein paar neue Freunde finden, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall, wir könnten ein paar neue Freunde finden. Wir sind ja gar keine Kriegstreiber, wir müssen keine Macht demonstrieren. Unser Militär ist relativ klein. Astronautentechnologie wurde umgesetzt. Sehr schön. Dann haben wir einen Projektplatz frei. Und wir könnten direkt mit Feststoffrakete weitermachen. Gibt uns 250 Siegespunkte. Kostet aber auch ganz schön viel. Ja,
Aber ich mache jetzt mit dieser Forschung weiter. Ja, ich erforsche Technologien. Jawohl. Und es ist schon wieder einiges an Zeit. Nein, 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 nein. Das ist immer doof, wenn man den ausgewählt hat. Wir haben Spionagepunkte 41 generiert. Da warten wir noch ein bisschen. Und jetzt gucken wir mal Blockaktionen. Wir können schon wieder nach Aktionspunkten fragen. Das machen wir auch. Und wir wollen Wohlwollen erlangen. Und wir wollen investieren in Australien. Und hier oben in Japan würden wir auch gerne nach Aktionspunkten fragen. Und ich würde auch gerne weiter in Japan investieren, ohne die Wohlwollenspunkte auszugeben. Jawohl, und was wir auch noch machen können, ist, wir könnten nach Ressourcen fragen. Und das können wir in der Tat tun. Und das machen wir auch. Okay. Weiter geht's. Mehr Aktionspunkte. Ascore Resources wurde erfolgreich in Australien umgesetzt. Schön. Wir haben AP-Punkte von Australien ebenfalls bekommen und AP von Japan. Das sieht doch schon wieder gut aus. 18 AP-Punkte. Und Krumme Geschäfte wurde umgesetzt. Yay. Das heißt, Projekt umgesetzt, Krumme Geschäfte. Eine der Siegesbedingungen haben wir erfüllt. Hier, gucken wir mal. Siegesbedingungen. Projekt umgesetzt, Krumme Geschäfte. Ja. Raumbasis sind wir auf dem besten Weg. Und Leistungsgesellschaft und Vormachtstellung am Dienstleistungssektor, da sind wir noch nicht. Ich würde jetzt ein bisschen Blockintegration weitermachen und Wehrpflicht für Ausländer als nächstes umsetzen. Wir brauchen die militärische Integration. Ansonsten interessiert uns davon nicht wirklich viel, aber wir müssen ein bisschen was für unsere Blockintegration machen. Und das nächste Forschungsfeststoffrakete dauert noch 160 Tage. Ja. Und jetzt machen wir wieder auf Pause. Sind wir so langsam soweit, dass wir hier mal Spionageaktionen, politische Spionage, Regierung ausspionieren. Wir haben 50 Spionagepunkte. Wir kriegen AP. Finde ich jetzt nicht so spannend. Wirtschaftsspionage. Nee. Spionage generell. Code entschlüsseln. Spionage Gesamteinnahmen Neuseeland plus 5. Ja, das ist Spionage, Aufspüren von Spionen, geheimdienstliche Kooperation. Okay. Nee. Das heißt, wenn wir hier eine Spionage machen, wir könnten Militärspionage machen, Gebäudesabotage, feindlichen General bestechen, politische Spionage, wir könnten einfach mal Besorgnis verbreiten. Dann verbreiten wir da mal Besorgnis. Bin gespannt, was dann da passieren wird. So, und Finanzverwaltung. Da müssen wir auch jemanden Neues einstellen. Beratervertrag ist ausgelaufen. Entweder Paolo Crivelli, Interventionismus-Zielwert plus 3. Oh ja, Mattia Otzlins. AP-Einnahmen plus 5%. Auf jeden Fall. Wir brauchen sowas von Aktionspunkte. Immer noch. Immer noch. Ja. Projekte laufen. Wohlwollen erlangen wurde erfolgreich in Australien umgesetzt. Wenn das in Australien geklappt hat, machen wir es als nächstes. Ah, in Japan können wir es erst in 30 Tagen wieder machen. Jo. Ressourcen sehen gut aus. BP steigt langsam wieder. Investitionen in Japan erfolgreich und in Australien erfolgreich. Die Weltwirtschaft steigt gerade an. Und wir sind super im Positiven wieder mit unserem BIP-Wachstum.
Besorgnis verbreiten. Die Spionageaktion wurde erfolgreich in der Provinz Nuku'alofa umgesetzt. Okay, gucken wir uns das mal an. Hier sind wir. Nuku'alofa. Was sagt denn das Provinz-Tab? Provinz-Unzufriedenheit, Wahrscheinlichkeit einer Rebellion, Provinz-Ziel-Unzufriedenheit 15. Okay, die haben nur eine Bevölkerung. Ja, ich weiß auch nicht genau, wie das funktioniert. Also, ich würde mal sagen, geh mal zu den Fidschi-Inseln. Da sammel auch mal Spionagepunkte. Da mach mal vielleicht ein bisschen was anderes. Österreich hat sich im Block angeschlossen. Block von Spanien. Schau mal einer an. Die Österreicher. Ja, wir haben schon ein Ziel erreicht. Das ist echt cool. Projekt umgesetzt, krumme Geschäfte. Ich glaube, das kann echt was werden mit dem technologischen Sieg. Aber wahrscheinlich gibt es da noch eine Stufe. Beitrag zur Spendensammlung. Es gibt eine neue Gelegenheit, einen Betrag zur laufenden Spendensammlung zu leisten. Denken Sie daran, dass Belohnungen für dieses Ereignis normalerweise jenen zugutekommen, die am meisten beigetragen haben. Da denke ich unentwegt dran und deswegen gebe ich 600 aus. Ja. Und ich würde sagen, die nächste Forschung sollte wieder sein, dass wir was an unserem Index für menschliche Entwicklung machen und den nach oben drücken. Bisher machen wir nur so Forschungssachen, um die Gegebenheiten zu erreichen für Blockintegration und auch für den Technologiesieg. Hier passiert auch ein Griechenland hat sich dem der Liga von Aserbaidschan, Albanien hat sich der Liga von Aserbaidschan angeschlossen, Griechenland hat sich dem Block Ukraine angeschlossen. Weltregierungsambitionen. Da ist es also. Jahrzehntelang träumt unser Volk davon, die Welt anzuführen. Nun ist der Zeitpunkt endlich gekommen. Wir können mit der Bildung einer Weltregierung beginnen. Wenn wir unsere Ambitionen verlautbaren, werden wir damit die Aufmerksamkeit der Welt auf unsere Nation lenken und es wird ein wenig schwieriger für uns werden, unser Ziel zu erreichen. Das ist das Risiko, das wir eingehen müssen. Das haben wir 10 Jahre rausgeschoben, als ich das noch mit Romy gespielt habe in der Dienstagspolitik. Und deswegen würde ich das ein Jahr aufschieben, sodass, wenn es soweit ist, dass ich mit Romy spiele, dass wir das nochmal diskutieren. Weil technologischen Fortschritt haben wir schon verkündet und ich würde das hier ein Jahr aufschieben. Oh, Briefe mit Forderungen. Ein anonymer Brief mit terroristischen Forderungen erging an unser Hauptquartier. Eine unbekannte Gruppe fordert eine massive Tributzahlung und droht uns mit einer Anschlagsserie. Wie reagieren wir? Ab damit in den Mülleimer. Dies ire, wir werden uns nicht einschüchtern lassen. Untersucht den Brief, findet die Absender und schaltet sie aus. Wir verhandeln nicht mit Terroristen, ignoriert ihre Forderungen und erhöht die Sicherheitsmaßnahmen. Sicher, wieso nicht? Wir können es uns leisten. Nee. Wir werden uns nicht einschüchtern lassen. Untersucht den Brief, findet die Absender und schaltet sie aus. Auf jeden Fall. Hier oben passiert jede Menge Kriege. Das ist so krass. So. Oh, letzte Chance. Spendensammlungsereignis ist bald zu Ende. Das ist unsere letzte Chance, uns mit unseren Beiträgen für die Sache einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Wenn wir uns anstrengen, können wir sogar unsere Rivalen übertreffen. Im Moment sind wir Rang 1 und wir geben nochmal 1000 Geld, was auch immer das ist, zum Ende hinein in die Nummer und Wehrpflicht von Ausländern wurde umgesetzt. So, das ist das nächste Blockintegrationsdingens. Und jetzt würde ich gerne echt bei Infrastruktur gucken. Wir können Kernkraftwerke machen, wir können auch Geschäftsflugverkehr, BP-Wachstum, Umweltzerstörungsmodifikator. Modernisierung der staatlichen Eisenbahn, AP-Einnahmen um Gottes Willen plus 24 und BIP-Wachstum. Ja, da würde ich doch mal sagen, das können wir uns mit unseren Ressourceneinkommen tatsächlich jetzt auch leisten. AP-Einnahmen werden uns sowas von helfen. Dann machen wir es, auch wenn dieses Projekt jetzt gerade nicht unseren Index menschlicher Entwicklung fördert. Ja, dauert auch ziemlich lange.
Initiative für neue Handelsstraßen beginnt. Nun, da die Finanzierung gesichert ist, kann die Arbeit an den neuen Handelsrouten beginnen. Die Gewinner des Vorhabens werden nun ein Stück vom Kuchen für sich selbst beanspruchen können. Gut zu wissen. Wir haben gewonnen. Wir kriegen 350 Punkte. Super. BIP-Wachstum. Oh Gott. Plus 0,07. Dauer für 1500 Tage. Also, ja, 5 Jahre. AP-Einnahmen plus 150 für 600 Tage. Das hat sich ja mal richtig gelohnt. Abgefahren. Ich mache immer bei diesen Spendenaktionen mit. Was ist hier oben passiert? Land zerstört. Oh, Land zerstört Nordkorea. Und neues Land erstellt. Republik Panmunjom. Okay, Nordkorea. Da. Republik Panmunjom. Ist eine Republik geworden. Nordkorea gibt's nicht mehr. Das ist ja interessant. Okay. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Falsche Terroristen. Es stellt sich heraus, dass der Brief mit dem Terrordrohungen ein Scherz missratener Kinder war. Bestraft sie ordentlich und sorgt dafür, dass die jungen Leute es in Zukunft besser wissen. Sobald sie im straffigen Alter sind, werden sie vor Gericht gestellt. Ja, nee. Bestraft sie ordentlich und sorgt dafür, dass die jungen Leute es in Zukunft besser wissen. Lesotho hat den Block verlassen, Nigeria. Okay. So, Feststoffrakete in 52 Tagen erforscht. Oh Mann, ey. Und das sieht richtig gut aus. Und, obwohl wir gut AP-Punkte haben, hätte ich jetzt gesagt, wir machen weiter. Wir fragen nach Aktionspunkten, weil später kommen Technologien, wo wir teilweise 10.000 Aktionspunkte für die Umsetzung brauchen. Und, unsere Blockfreunde haben eh zu viele, wirklich zu viele, Aktionspunkte. Die können wir also locker danach fragen. Und ich investiere hier und in Japan erlange ich wieder Wohlwollen. Hallo. Und ab geht's. Nach Ressourcen muss ich Australien jetzt eigentlich nicht mehr fragen. Und da haben wir ein BIP-Wachstum von 0,21% pro Monat. Und wir haben Aktionspunkte von Japan bekommen. Ich weiß nicht, warum ich Japan sage. Japan. Und wir haben Aktionspunkte von Australien bekommen. Hervorragend. 20.000 Aktionspunkte. Mehr als 20.000. Durchbruch. Unseren Wissenschaftlern gelang ein bemerkenswerter Durchbruch. Wie setzen wir ihn für uns ein? Zeigen wir allen, wie großartig wir sind? Beziehungen zu allen? Nutzen wir die Erkenntnisse zur Beschleunigung weiterführender Forschung? Oh, für ein Jahr lang brauchen wir 15. Ja, das ist eine super Sache. Oder verkaufen, wir brauchen das Geld nicht. Das hier ist super, alle Projekte dauern 15. Die Erforschungsdauer 15 Tage kürzer. Das machen wir. Auf jeden Fall. So, Feststoffrakete wird erforscht. Bosnien-Herzegowina hat sich dem Block angeschlossen, Große Union von Weißrussland. Hm. Gabun hat sich dem Block angeschlossen, Südafrika. Wohlwollen erlangen haben wir erfolgreich in Japan umgesetzt. Das freut mich über die Maßen. Und jetzt gleich starten wir noch ein neues Projekt. Ich denke mal etwas, was hoffentlich unseren Index menschlicher Entwicklung öffnet. Investitionen erfolgreich in Australien und in Japan umgesetzt. Sehr gut. Und wir haben gleich Feststoffrakete erforscht. Und dann sorgen wir mal dafür, dass wir ein bisschen besseren Index menschlicher Entwicklung haben. Sehr schön. So, gucken wir uns an, was wir Schönes erforschen können. Infrastruktur erforschen wir es. Grundlegende Infrastruktur haben wir auch noch einiges. Also moderne Städte. Steuereinnahmen plus 5%. Ja. Zukunftsstädte. IME plus 1. Umweltzerstörungsmodifikator möchte ich eigentlich nicht haben. Staatlicher öffentlicher Verkehr.
Oh ja. Staatlicher öffentlicher Verkehr. Dauert nur 93 Tage. Wir kriegen zwar auch kein IME davon. Ah, nee, komm. Ich habe gesagt, ich will meinen IME steigern. Also, wir könnten Diplomatie was machen. Aber ich glaube, Bildung wird sich lohnen. Bildungsförderung. IME plus 1. Interventionismus Zielwert plus 1. BIP-Wachstum können wir uns leisten. Und dafür einfach mal IME plus 1. Hm. Oder verpflichtende Gymnasialausbildung. Auch. VR-Bildung. IME plus 1. Persönliche Kontrolle. Oh. Verpflichtende Gymnasialausbildung. Ja, kostet viele Unterhaltspunkte. Das hier geht. Ich mache Bildungsförderung für endlich mal wieder was in Index menschlicher Entwicklung. Ja, und demnächst brauchen wir jemand Neues fürs Verteidigungsministerium. Und dann würde ich doch mal sagen, wir haben jetzt unseren Spion lang genug hier auf Suva. Dann gucken wir doch mal, was wir alles spionieren können. Schönes. Spionieren, politische Spionage. Wir könnten Ansprüche inszenieren. Oh, wir haben nur 41. Das heißt, wir lassen den Spion nochmal eine Weile länger da. Können wir hier besiedeln? Nee, wir können nur nach Rohstoffen suchen. Alles klar. Wir lassen den Spion noch ein bisschen länger da und schauen, wenn er genug Punkte gesammelt hat. Und ja, wir erforschen was in Bildung und wir modernisieren die staatliche Eisenbahn. Aber erstmal Pause. War's das für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Wenn ihr mögt, lasst ein Like da, schreibt vielleicht einen Kommentar und überlegt, ob ihr den Kanal abonniert. Danke fürs Zusehen. Habt noch einen wunderschönen Tag. Tschüss.